Go Buster! Da sind Buster und Scout. Sie haben viel Spaß dabei, in den Matschpfützen zu spielen. Aber oh nein! Arme Scout fühlt sich nicht wohl. Ah, es ist okay. Sie können morgen wieder zusammenspielen. Jetzt geht Buster rein und nimmt sich einen Snack. Aber, oh je, er hat seine matschigen Reifen nicht gewaschen, bevor er den Apfel aß. Das ist nicht sehr sauber. Und er hat überall matschige Reifenspuren hinterlassen. Am nächsten Morgen kommt Mama, um Buster aufzuwecken. Aber, oh nein. Buster sieht gar nicht gesund aus. Armer Buster. Wow, er hat Fieber. Er muss heute zu Hause im Bett bleiben, um sich zu erholen. Jetzt ist es Zeit für Medizin. Buster mag das gar nicht, aber Mama weiß, dass es ihm helfen wird. Da, war gar nicht so schlimm. Jetzt muss Buster sich ausruhen. Am nächsten Morgen fühlt Buster sich viel besser. Scout fühlt sich auch besser. Sie können wieder raus zum Spielen. Aber warte! Mama sagt, sie müssen erst Hände waschen, damit sie nicht wieder krank werden. Gut gemacht allerseits. Warte! Mama hat noch eine Idee. Sie können auch ihre Gesichtsmasken tragen, damit sie nicht krank werden. Da! Jetzt sind Buster und Scout bereit, draußen sicher zu spielen. Sie sind froh, dass es ihnen wieder besser geht. Schau! Buster kommt heute früh in der Schule an. Da sind Scout und Diggly. Ups, Buster ist auf Öl ausgerutscht. Oh je, die Tafel ist zerstört. Scout rutscht auch aus. Oh nein! Die Uhr ist auch kaputt. Was für ein Schlamassel. Hey! Und hier kommt der Lehrer. Sie müssen alles ganz schnell wieder sauber machen. Aber die Tafel ist zu schwer für Scout. Und Diggly kann die Buchstaben nicht aufheben. Buster versucht, die Uhr zu reparieren. Aber da sind so viele Teile. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Sie können tauschen. Scout kann alle Buchstaben einsammeln. Dann können Diggly und Buster die Tafel zusammen hochheben. Scout kennt ihr ABC. Sie kann die Buchstaben zurücklegen. Jetzt die Uhr. Diggly kann die reparieren. Er liebt es, Maschinen zu reparieren. Da, alles fertig. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Lehrer. Alles sieht wieder normal aus. Außer der Buchstabe. Und die Zeit stimmt nicht. Und die Nummer. 1, 2, 3, 4. So gut wie ein brandneuer Morgen und Buster sieht aufgeregt aus. Heute ist Digglys Geburtstag. Buster kann die Party kaum erwarten. Buster isst sein Frühstück so schnell er kann. Schau, da ist Scout. Sie hat Digglys Geschenk schön verpackt. Wie aufregend. Oh nein, Buster ist aus Versehen über das Geschenk gefahren. Es ist so platt wie eine Flunder. Armer Buster. Es war ein Unfall. Aber warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Schau, Scout nimmt diesen alten Karton.
und Buster holt die Schüssel mit Süßigkeiten. Da ist auch ein hölzerner Stock. Und die Bastelkiste. Ich frag mich, was sie vorhaben. Es ist ein anderes Geschenk. Aber was könnte da drin sein? Jetzt flitzen Buster und Scout zu Diglis Party. Sie wollen nicht zu spät kommen. Digli wartet. Seine Party hat schon angefangen. Aber puh, da sind Scout und Buster. Sie haben's geschafft. Digli macht sein Geschenk auf und... Wow, es ist eine Pinata. Es ist Digglis Geburtstag und deshalb darf er sie mit dem Stock schlagen. Los geht's. Noch einmal? Klatsch! Sieh dir all die Süßigkeiten an. Was für ein super Geburtstag, für ein schöner, sonniger Tag es ist. Oh, schau, da sind Diggy und CJ. Sie füllen CJs Mischer mit Wasser. Was sie nur vorhaben. Schau, da sind Buster und Scout. Puh, was für ein heißer Tag. Ich frag mich, was sie zum Abkühlen machen könnten. Wow! Diggy und CJ haben bunte Wasserballons. Ich glaube, Buster und Scout haben eine Idee. Eine Wasserballonschlacht. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Was planen Buster und Scout nur? Oh, schau, Diggy und CJ schleichen sich von hinten an. Und platsch. Oh, oh, Scout wurde getroffen. Und Volltreffer. Jetzt wird's interessant. CJ hat eine Idee. Aber wer versteckt sich hinter den Büschen? Das ist Scout. Aber sie hat es gerade geschafft, sich rechtzeitig zu verstecken. Das ist CJs zweite Chance. Aber schau, hier kommt Buster. Er bespritzt CJ von hinten. Jetzt jagt CJ Buster durch den Park. Schnell, Buster! Oh nein, CJ und Diggly haben Buster und Scout umzingelt. Was werden sie jetzt wohl machen? Aha, ein Regenschirm. Ich glaube, Buster hat einen Plan. CJ und Diggly ziehen, aber Buster bleibt durch den Regenschirm trocken. Super Idee, Buster. Oh oh, Diggly und CJ füllen wieder auf. Das sieht nicht gut aus für Buster und Scout. Wow, sieh dir die Größe von dem Ballon an. Sieht aus, als wäre Buster in Schwierigkeiten. Wow, guter Schuss, Buster. Das hat viel Spaß gemacht. Da ist Buster. Zeit zum Aufwachen. Es ist ein brandneuer Tag. Schau, Mama hat Busters Frühstück schon fertig. Marmeladentoast, Busters Lieblingsschmaus. Aua, Buster fuhr über das Spielzeug. Alles gut, Mama küsst es besser. Jetzt kann Buster rausgehen und Fußball spielen. Wie aufregend. Jetzt spielt Buster mit Scout im Park. Gut gemacht, Scout. Aber, oh nein, der Fußball ist im Baum stecken geblieben. Aber schau, Mama hat den Ball wieder freigestupst. Gut gemacht, Mama. Jetzt können sie weiterspielen. Was ist das? Mama und Buster malen ein Bild. Es macht so viel Spaß, zusammen zu malen. Schau, die Sonne hat ein Gesicht. Aber oh je, Buster ist müde. Es war ein anstrengender Tag. Es ist Schlafenszeit für Buster. Erst liest Mama ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Oh, gute Nacht, Buster. Es hat viel Spaß gemacht, heute mit Mama zu spielen. Sie ist wirklich die Beste.
Guckt mal, es ist Buster, der Bus. Aber wow, er sieht ganz schön müde aus. Er kommt von der Straße ab. Oh nein, Buster ist in der matschigen Pfütze gelandet. Und jetzt steckt er fest. Armer Buster, wie kann er rauskommen? Am nächsten Morgen kommt Scout das Auto bei Busters Garage zu Besuch. Aber, oh je, Buster ist nirgendwo zu finden. Doch wo ist er? Aber schaut, matschige Reifenspuren. Scout folgt ihnen, um zu sehen, wo Buster steckt. Da ist Diggly der Bagger. Scout erzählt ihm, dass Buster weg ist. Sie müssen ihn finden. Scout und Diggly suchen gemeinsam. Guckt mal, eine Spur aus Süßigkeiten. Wo führt sie hin? Wow, was war das? Puh, es ist nur Robin. Scout erklärt, dass Buster weg ist. Und Robin erklärt sich bereit, bei der Suche zu helfen. Gemeinsam können sie ihn bestimmt leichter finden. Armer Buster ist einsam und friert. Scout schaut hinter den Bäumen nach. Diggly guckt hinter den Felsen. Was hat Robin gesehen? Noch mehr Reifenspuren. Schaut, da ist Buster. Er steckt immer noch im Matsch fest. Er ist schon so lange hier. Robin erzählt Diggly und Scout, dass er Buster gefunden hat. Er ist gleich hinter dem Hügel. Da ist der arme Buster. Diggly und Scout können helfen. Zusammen ziehen Diggly und Scout Buster aus der matschigen Pfütze. Na bitte, jetzt ist Buster endlich frei. Er ist seinen Freunden sehr dankbar, dass sie ihn gerettet haben. Jetzt ist er wieder sicher in seiner Garage. Hallo Buster. Und hallo Digger. Ihr habt ja eine große Sandburg gebaut. Da ist Sandy Möwe. Pass auf, Sandy, stell dich nicht auf die Sandburg, sonst... Oh nein, armer Digger und Buster. Geh weg, Sandy, frecher Vogel. Was hast du gesehen, Buster? Da steckt eine rote Form aus dem Boden. Was das wohl ist? Gute Arbeit, Digger. Es ist ein Dreieck. Das ist ja toll. Und schau, Sandy hat eine gelbe Form gefunden. Es ist ein Kreis. Kannst du noch mehr finden, Sandy? Hier ist noch eine. Diese ist blau. Schnell ausbuddeln. Das ist ein Quadrat. Es hat 4 Seiten. Wow, da sind so viele Formen. Dreiecke, Kreise, Rechtecke, Sechsecke. Sandy, warte, nein. Oh Mann, Sandburgen zerfallen so leicht. Warte mal, ich glaube, Buster hat eine Idee. Buster und Digger sammeln alle Formen. Was sie damit wohl machen wollen? Sie stellen alle aufeinander. Ich glaube, sie bauen einen Turm. Nur noch ein Stück ganz oben drauf. Genau so, Buster. Vorsichtig. Da, perfekt. Wow, Buster und Digger haben einen Turm aus Formen gebaut. Was für eine super Idee. Jetzt können sie wieder ihre Sandburg bauen. Und schau, Sandy kann auf etwas stehen, das nicht zerfällt. Gute Arbeit, Buster. Tschüss, Buster. Tschüss, Digger. Hallo, Buster. Was hast du denn da? Ein Eis. Das sieht aber lecker aus. Oh nein, was ist denn los, Buster? Du hast einen Wackelzahn. Das ist aber gar nicht gut. Vielleicht solltest du nicht so viele Süßigkeiten essen, Buster. Oh, das sieht aber schlimm aus. Armer Buster. Ah, gute Idee, Robin. Buster sollte zum Zahnarzt gehen und den Wackelzahn behandeln lassen. Na los, Buster. Da musst du keine Angst haben. Der Lutscher sieht lecker aus. Aber ich glaube nicht, dass der deinem Wackelzahn gut tun wird. Aua, sieht aus, als hätte es wirklich wehgetan. Wie wäre es mit einem Apfel, Buster? Etwas mit weniger Zucker? Ich glaube, Buster hat jetzt Angst, überhaupt zu essen. Oh je, der Zahn tut noch immer weh. Armer Buster, so kann es nicht weitergehen. Genau, Robin. Geh und hol Hilfe.
Sieh mal, wer da kommt. Das ist Amber, der Krankenwagen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Du musst keine Angst haben, Buster. Amber ist hier, um dir zu helfen. Du musst nur mutig sein. Mach weit auf. Na los, Buster. Mach weit auf, damit Amber deinen Zahn sehen kann. Jetzt lass uns mal sehen. Ja, das sieht schmerzhaft aus, Buster. Sieht so aus, als würdest du deinen ersten Milchzahn verlieren. Und dann kommen deine bleibenden Zähne. Amber weiß, was dir helfen wird. Eine Zahnbürste. Drück die Zahnpaste aus der Tube und putz hin und her. Genau so, Buster. Alles schön sauber. Es ist sehr wichtig, dich um deine Zähne zu kümmern. Und schnell noch spülen. Gut gemacht, Buster. Ein Eisbeutel wird die Schmerzen lindern. Das ist besser. Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Danke, Amber. Hoffentlich wird Busters Zahn morgen früh besser sein. Oh, wow, Buster, sieh mal. Dein Wackelzahn ist ausgefallen. Das ist besser, nicht wahr? Und ein neuer Zahn wird bald nachwachsen. Gut gemacht, Buster. Du warst sehr mutig. Hallo, Buster. Das ist aber ein tolles Heilposter, das du da hast. Oh, Buster sieht sehr müde aus. Ich frage mich, worüber er wohl träumt. Was ist los? Flossen? Korallen? Oh, wow, Buster. Ich glaube, du bist im Meer. Na los, Buster. Das Meer ist dein neuer Spielplatz. Ist es nicht wunderschön? Sieh mal Buster an. Spring in den Himmel. Das macht so viel Spaß. Warte mal, was ist das? Ein riesiger Fisch. Schnell, Buster, versteck dich. Oh, schau, er ist ja gar nicht groß. Er ist winzig. Alles gut, Buster. Keine Sorge. Aber was ist das? Das ist Cham, der Hai. Guck dir all die scharfen Zähne an. Versteck dich, Buster, schnell. Oh nein, Buster hat den kleinen Fisch verwirrt und jetzt schwimmt er direkt auf den Hai zu. Scheint, als würde Cham, der Hai, gerne Freunde machen wollen. Aber es sieht so aus, dass alle vor ihm Angst haben. Schnell, kleiner Fisch, versteck dich neben Buster. Warte mal, der Hai sieht traurig aus. Sehr traurig. Weißt du was, Buster? Ich glaube, Cham ist einsam. Er war nur freundlich. Er hat keine Freunde. Genau, Buster. Geh und sag Hallo zu ihm. Siehst du? Er möchte jemanden zum Spielen haben. Buster und Cham haben so viel Spaß. Hier ist ein toller Ort, um Fangen zu spielen und neue Freunde zu finden. Sieh, wie sie loslegen. Oh, Buster wacht auf. Es war nur ein Traum. Jetzt hast du keine Flossen, Buster. Du bist wieder ein Bus. Was für ein tolles Unterwasserabenteuer. Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster will versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur! Ein Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster! Der Ballon fliegt weg! Komm schon, Robin! Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist! Haha, gut gemacht! Was für ein schöner Ballon! Er hat ja ein strahlendes Gesicht! Danke für deine Hilfe. Mach's gut, Robin. Sieh nur, Buster, da ist deine Mama. Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen.
Oh, was für ein schöner Tag. Was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Buster, der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Buster. Oh, Buster ist mitten hindurchgefahren. Schau mal, Buster. Du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Gut gemacht, du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Buster. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Buster. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo, Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formen. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat vier gleich lange Seiten. Hallo, Digger. Digger ist gekommen, um mit Buster und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Buster und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Buster und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei. Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Buster. Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander. Hey, Buster. Oh, du siehst ein bisschen müde aus. Buster ist eingeschlafen. Aber was ist denn das? Barthaare, eine Stupsnase und Ohren. Es ist Buster, der Osterhase. Gut schaust du aus. Ich glaube, er mag sein neues Stummschätzchen. Wohin er wohl jetzt fährt? Osterhasenaufträge erledigen, hoffe ich doch. Oh, was ist denn das? Auf dieser Seite des Hügels befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal, Terry Traktor macht ein Schläfchen. Wow, Buster der Osterhase hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hierher, Busterhäschen. Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dieses ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheep. Ach, sie schläft. Buster, der Osterhase, schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster, der Osterhase, hat ja so viel zu tun. All diese Eier verteilen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Buster Herzchen wohl noch Eier hat. Da ist Digger der Bagger. Sei leise, Buster, und versuch ihn nicht aufzuwecken. Da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Buster Häschen. Oh weh, ich glaube, Buster der Osterhase ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh, Buster Häschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der kleine Bus nur für ein Glück? Hallo, Toni-Lieferwagen. Toni scheint nicht auf die Straße zu achten. Oh, seht mal, da ist Frankie der Frosch. Er ist gekommen, um Hallo zu sagen. Pass auf, Toni. Puh, das war knapp. Oh nein, es sieht so aus, als hätte Toni ein paar Pakete verloren. Du musst nächstes Mal besser aufpassen, Frankie. Beinahe hätte Toni dich überfahren. So ein frecher Frosch. Seht mal, Toni hat einiges von seiner Fracht verloren.
Das sieht aus wie eine Flasche mit Schaumbad. Sieht so aus, als ob Frankie eine tolle Idee hätte. Haha, seht ihn euch an. Wohin rollst du dich denn jetzt? Aus der Flasche steigen Seifenblasen auf. Seht mal, da ist Buster der Bus. Ich glaube, Buster will sehen, wohin Frankie rollt. Da sind noch mehr Seifenblasen. Sieht so aus, als hättest du eine Schaumbrille auf, Buster. Hey, Scout, warum kommst du nicht mit auf unser schaumiges Abenteuer? Scout will in den Seifenblasen spielen. Überall sind welche. Oh, ich mag deinen Hut, Scout. Du siehst witzig aus mit deinem Schnurrbart, Buster. Sieht so aus, als wäre Frankie zum See unterwegs. Ich glaube, dieser freche Frosch hat eine Idee. Da rollt er in den See. Seht ihn euch an. Überall Seifenblasen. Wow, er hat uns ein Schaumbad gemacht. Seht doch nur all die Seifenblasen blubbern. Na los, Buster und Scout. Springt rein. Sie haben so viel Spaß, in den Seifenblasen zu spielen. Sieht so aus, als sei Frankie der Seifenblasenkapitän des Seifenblasensees. Hier kommt Scout mit einem mächtigen Seifenblasenplanscher. So viele Seifenblasen überall. Oh, wo ist Frankie denn jetzt? Dort ist er. Ich glaube, es ist nun Zeit zu gehen. Mach's gut, Frankie. Danke für das Seifenblasenabenteuer. Wow, Buster, sieh dir mal diesen roten Luftballon an. Warum versuchst du nicht, ihn zu fangen? Das war ein guter Versuch, Buster, aber leider fliegt er weiter. Oh, Buster sieht traurig aus. Hey, kleines Rotkehlchen, vielleicht kannst du helfen, den roten Ballon zu fangen. Geschafft! Danke, Robin. Der Ballon sieht toll aus, Buster. Oh, seht mal, da ist noch einer. Dieser ist grün. Schnell, Robin, und fang ihn. Gut gemacht. Jetzt hast du zwei Ballons, Buster. Wow, seht euch nur all die bunten Ballons an. Du weißt, was du zu tun hast, Robin. Buster, die Ballons lassen dich ja schweben. Robin kann Buster nicht mehr sehen. Da oben ist er, Robin. Buster kann fliegen. Es ist in Ordnung, Buster. Hab keine Angst. Schau dir doch nur die tolle Aussicht an. Terry hat keine Ahnung, woher das Hupen kommt. Hier oben, Terry. Ist das ein Vogel? Ein Flugzeug? Nein, es ist Buster der Bus. Sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Oh, Buster, so langsam schwebst du aber ziemlich hoch hinaus. Terry sieht da unten schon ganz klein aus. Ich glaube, so langsam fürchtet sich Buster. Du willst ja nicht bis ins All fliegen, Buster. Robin, du musst ihm helfen. Tolle Idee. Wenn du die Ballons zerplatzt, dann wird Buster hoffentlich langsam nach unten sinken. Oh nein, Buster fährt jetzt ziemlich schnell. Das ist in Ordnung, Buster. Gleich bist du unten. Noch ein paar mehr Ballons, Robin. Und Landung. Buster ist froh, wieder auf festem Boden zu stehen. Ich glaube, wir sollten das Fliegen in der Zukunft Robin überlassen, Buster. Oh, wohin fliegt Robin denn? Noch ein Ballon? Ich glaube, Buster hat heute erstmal genug von Luftballon. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Robin. Seht mal, da ist Buster, unser gelber Lieblingsbus. Aber Moment mal, du siehst nicht so strahlend und gelb aus wie sonst. Oh, Buster, ich glaube, du brauchst neue Farbe. Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus. Tolle Idee. Eine Fahrt in die Lackiererei wird es richten. Dieser Kunde sieht sehr zufrieden aus. Buster kann es kaum erwarten, einen neuen gelben Farbanstrich zu bekommen. Bald wird er wieder wie neu aussehen. Huch, was war denn das? Du hast dich erschrocken, was, Buster? Oh nein, Buster hat die Farbdosen verwechselt. Ich glaube nicht, dass er es gemerkt hat. Ob das wohl die richtige Farbe sein wird? Los geht's, Buster. Ein schöner neuer Anstrich in Gelb. Oh nein, das ist kein Gelb. Buster hat mit roter Farbe gesprüht. Ich glaube, er hat es noch gar nicht bemerkt. Sieh dich doch nur an, Buster. Du bist ein roter Bus. Schnell, wieder zurück in die Lackiererei. Oh nein, du hast alle Farben umgestoßen. Woher willst du denn jetzt wissen, welche Farbe welche ist? Dann mal los. Oh nein, das stimmt aber nicht. Buster ist nun blau. Jessie sieht sehr erstaunt aus. Das ist, weil du blau aussiehst, Buster. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit der gelben Farbe. Nein,
Noch immer kein Gelb, jetzt ist Buster grün. Tony ist schon ganz verwirrt. Noch nie hat der Buster den Bus grün erlebt. Vielleicht hat er beim vierten Mal Glück. Mach die Augen zu und wünsche dir Gelb, Buster. Oh nein! Jessie und Scout erkennen dich noch immer nicht, Buster. Buster ist jetzt pink. Warte, Buster, so geht es doch auch nicht. Buster, der Regenbogenbus. Ich glaube nicht, dass Robin das gut findet. Welche Farbdose soll er nun auswählen? Eine von denen muss doch gelb sein. Der Moment der Wahrheit. Puh, jetzt haben wir es geschafft. Das ist Buster, der Bus, wie wir ihn kennen, mit einer glänzend neuen gelben Farbschicht. Das war ja ein richtig buntes... Hier kommt Buster, der Bus. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal, da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinaufzukommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster, ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein, Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein, jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster, du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein, da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal, da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie, ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster, gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen. Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen und Berge hinaufzufahren wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Zeit für ein Nickerchen in Busters Garage. Schlaf schön, Buster. Aber wer ist denn das? Ein Roboterbus. Oh nein, er ist gekommen, um Unfug zu treiben. Seht nur, er hat sich als Buster getarnt. Oh, hallo Scout. Sie trainiert gerade ihre Fähigkeiten mit dem Ball für ein Fußballspiel. Hier kommt Roboterbus. Ich glaube, Scout denkt, er ist Buster und kein Roboter. Oh nein, Roboterbus hat Scouts Fußball zerquetscht. Wie gemein. Die arme Scout ist ganz bestürzt. Da ist Jessie Cheap. Sie wartet auf grünes Licht. Und da ist es auch... Oh, das war aber knapp. Und wieder hat Roboterbus Unsinn gemacht. Oh nein, Jessie denkt, das war wirklich Buster. Oh, kleines Rotkehlchen, pass auf. Roboterbus ist nicht sehr nett. Oh, armes Rotkehlchen, böser Roboterbus. Hey, Digger. Er hat Spaß mit seinen Bauklötzen. Oh nein, Roboterbus will mitmachen. Jetzt hat er Diggers Pyramide kaputt gemacht. Roboterbus verursacht nur Chaos. Hier wacht gerade der echte Buster wieder auf. Oh nein, jeder ist wütend auf dich, Buster. Sie denken, dass du Roboterbus bist. Wie willst du nur beweisen, dass du nicht all die gemeinen Dinge getan hast? Dort ist er ja wieder. Roboterbus ist gekommen, um noch mehr Chaos zu verursachen. Es war also nicht Buster, der so böse zu allen war. Schnell, Digger, du musst ihn irgendwie ausschalten. Da ist ein Schalter auf seinem Dach. Gut gemacht, Digger. Das scheint funktioniert zu haben. Sieht so aus, als sei Roboterbus wieder normal. Gut gemacht, alle zusammen. Das war knapp. Roboterbus hätte die ganze Stadt terrorisieren können. Mach's gut. Guten Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen.
Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster wird versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Hallo, kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur. Ein Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster! Der Ballon fliegt weg! Komm schon, Robin, wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist! Haha, gut gemacht! Was für ein schöner Ballon! Er hat ja ein strahlendes Gesicht! Danke für deine Hilfe! Mach's gut, Robin! Sieh nur, Buster, da ist deine Mama. Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag. Was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Bandit, der Bus, stiehlt etwas aus dem Süßwarenladen. Bleib stehen, du Dieb. Da kommt Otis, das Polizeiauto. Er ist hier, um den Fall der gestohlenen Naschereien zu untersuchen. Bandit ist dort lang gefahren, Otis. Ich glaube nicht, dass Otis die Flucht von Bandit bemerkt hat. Gute Idee, Otis. Folge der Spur der Süßigkeiten. Wir wissen auch, wohin sie dich führen wird. Dort ist er. Stehen bleiben, du Dieb. Sieh nur, Otis. Noch mehr Spuren. Folge ihnen weiter. Wow, Bandit lässt aber viele Süßigkeiten fallen. Oh, hallo Buster. Oh, ich glaube nicht, dass diese Süßigkeiten für dich sind. Buster liebt Süßes. Oh nein, die Spur der Süßigkeiten hat direkt zu Buster geführt. Otis denkt nun, dass Buster der Dieb ist. Falsch gedacht, Otis. Buster ist unschuldig. Armer Buster, was wirst du jetzt wohl tun? Otis steckt Buster ins Gefängnis. Oh, Buster. Da kommt Scout. Vielleicht kann Scout Buster helfen, wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Du musst Buster helfen, Scout. Beweise, dass er unschuldig ist. So ist es richtig, Scout. Folge der Spur immer weiter, bis du den wahren Dieb gefunden hast. Scout, die Detektivin, ist am Ball. Dort ist er ja. Bandit wird auf frischer Tat ertappt, als er gerade Sachen aus einem Spielzeugladen stiehlt. Diesmal hast du es zu weit getrieben, Bandit. Stehen geblieben im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet. Es ist Zeit, die Sache richtig zu stellen und Buster aus dem Gefängnis zu befreien. Heraus, Buster, du bist unschuldig. Und Bandit muss dafür rein. Danke, Scout, du bist eine gute Detektivin. Ohne dich wäre Buster noch immer eingesperrt. Tut mir leid, Bandit, aber du hast es so verdient. Stehen ist nicht erlaubt. Gut gemacht, Otis. Mach's gut, Bandit. Hallo, Buster. Hallo, kleiner Robin. Genau, Buster. Schau in beide Richtungen, bevor du die Schienen überquerst. Du liebe Güte, das war knapp. Hat Zuki der Zug nicht geschaut, wo sie hinfährt? Da ist Otis, das Polizeiauto. Irgendwas muss passiert sein. Schnell, Buster, vielleicht kannst du helfen. Oh nein, Zuki ist bei der Arbeit eingeschlafen. Wer weiß, wo sie hinkommt, wenn sie keiner aufweckt. Was machen wir denn bloß? Warte, ich glaube, Buster hat eine Idee. Ein Tau? Guter Einfall, Buster. Du kannst Zuki damit abbremsen. Gut gefangen, Robin. Genau so. Zieh! Du schaffst das. Oh nein, das Tau ist gerissen. Zuki ist immer noch außer Kontrolle. Ich glaube, sie ist jetzt sogar schneller. Du musst sie einholen, schnell. Was hat Buster jetzt gesehen? Oh nein, es ist Digger. Zuki fährt direkt auf ihn zu und er hat es nicht bemerkt. Andere Schienen. Und sie gehen bergauf. Pass auf, Buster. Puh, das war knapp. Gut geduckt, Buster.
Du musst die Weiche umlegen, Buster, damit Suki bergauf fährt. Beeil dich, Buster. Du schaffst das. Fast geschafft? Ja, gerade rechtzeitig. Gut gemacht, Buster. Du hast die Weiche umgelegt. Suki fährt jetzt den Hügel hinauf. Das sollte sie bremsen. Da, endlich. Sie hat sicher angehalten. Ich glaube, Suki wacht auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis geholfen und den Tag gerettet. Hallo, Buster. Was ist das? Ein Fußball. Oh, schau, Buster. All deine Freunde sind da und möchten Fußball spielen. Und sie brauchen noch einen Mitspieler. Na los, Buster. Das wird sehr viel Spaß machen. Anpfiff. Oh, zu langsam, Buster. CJ, der Betonmischer, zielt für einen Schuss. Kann Jessie Chief ihn halten? Na los, Jessie, du schaffst das. Oh, so knapp. Aber Tor! Gut geschossen, CJ. Toller Kopfball, Buster. Was für ein Schuss, Scout. Gute Abwehr, Digger. Haha, Scout hat Digger den Ball zugespielt. Scout geht jetzt aufs Tor los. Weiter, Scout. Keiner kann sie jetzt angreifen. Tor! Toll gemacht, Scout. Jessie zu Scout. Scout gibt ihn ab. Toller Schuss, Digger. Direkt zu Bandit. Oh, das war aber grob, Bandit. Wird Bandit jetzt ein Tor schießen? Kann Jessie ihn diesmal halten? Oh nein, Jessie hat den Ball zerplatzt. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Oh, so ein Glück. Otis hat einen Ersatzball. Das Spiel geht weiter. Jetzt geht's so richtig los. Buster geht aufs Tor zu. Oh nein, Bandit Bus schubst Buster. Das ist ein Foul. Richtige Entscheidung, Robin. Bandit hat eine rote Karte bekommen. Robin schickt Bandit vom Platz. So ist das, wenn man zu grob spielt. Jetzt nimmt Buster einen Elfmeter. Komm schon, Buster! Tor! Du hast es geschafft, Buster! Du hast gewonnen und sogar einen schönen Pokal bekommen. Das hat Spaß gemacht. Oh, hallo, Buster. Oh, wow, ein Fußball. Sieh, da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Tony, der Truck. Oh nein, Buster, vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Tony auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Tony ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen. Sieh mal, Scout. Tony, der Truck, braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Hurra! Amber, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Amber wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Amber. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Alles repariert. Oh, Buster. Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht nochmal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links, schau rechts. Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster. Na sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an, er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das?
Sandy die Möwe. Ich frag mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel? Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand. Umdrehen und schwuppdiwupp, eine Sandburg. Super, Buster. Sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Warte, Buster, pass auf, da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy, nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss, ihr alle. Hoffe, ihr hattet einen tollen Tag am Strand. Ich frag mich, was Buster wohl gesehen hat. Ein Softplay-Bereich? Oh, wow. Sieh mal, da bauen Scout und Digger eine Brücke. Da passt Scout perfekt drunter. Und was ist da drüben? Ich glaube, das ist ein Bällebad. Ja, das ist es. Na los, Buster, worauf wartest du? Juhu! Toller Sprung, Buster. Oh, sieh mal, da ist Billy der Bulldozer. Er springt auf dem Trampolin. Sieht aus, als hätte er sehr großen Spaß. Wow, Digger, das machst du super am Klettergerüst. Weiter so. Ich frag mich, warum Billy all die Formen herumschiebt. Oh, damit Digger darauf landen kann. Tolle Landung, Digger. Oh, Scout, sei vorsichtig. Das sieht schwierig zu balancieren aus. Oh, wow, Scout, du bist ein Pro. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer wird gewinnen? Das ist so knapp. Scout wird Erste. Gut gemacht, Scout. Vielleicht gewinnst du nächstes Mal, Buster. Das sah nach viel Spaß aus. Ich glaube, Digger möchte Verstecken spielen. Gute Idee. Okay, Buster. Fang an zu zählen, während die anderen sich verstecken. Oh, gute Idee, Scout und Billy. Das ist ein super Versteck. Digger geht sich im Bällebad verstecken. Und Billy oben auf der Rutsche. Alles muss versteckt sein. Kannst du deine Freunde finden, Buster? Wo können sie nur sein? Da nicht. Keine Sorge, Buster, du wirst sie finden. Du musst nur weitersuchen. Da ist Billy. Gut gefunden, Buster. Nur zwei übrig. Das sieht komisch aus. Oh, da ist Scout. Gut gemacht. Nur noch einen. Lass uns im Bällebad nachsehen. Oh, Digger. Super Versteck. Was für ein großartiges Spiel. Ich glaube, Buster schläft schon wieder. Wo bist du, Buster? Sieh mal all die riesigen bunten Bälle und Spielzeuge. Sieht aus wie ein toller Ort für ein Abenteuer. Lasst uns sehen, was Buster finden kann. Wow, sieh dir den Teddy an. Schau, wie groß der ist. Er sieht so weich und kuschelig aus. Genau, Buster, kuschele ihn. Er sieht so kuschelig aus. Oh nein, Buster, was ist das für ein Geräusch? Eine riesige Kralle. Ich glaube, Buster ist in einem riesigen Greifautomaten. Buster, pass auf, sie kommt auf dich zu. Los, Buster. Oh nein. Puh, Buster, es war nur ein schlechter Traum. Sieh, da ist Scout. Es scheint, als wäre Buster noch etwas erschrocken. Aber du musst keine Angst haben, Buster. Schau, Buster, Scout möchte dir etwas zeigen. Was das wohl ist? Oh nein, ein Greifautomat. Buster sieht verängstigt aus. Scout hat keine Angst davor. Vielleicht macht es ja Spaß. Keine Sorge, Buster. Scout ist bei dir.
Schau, Buster, es ist der Teddy. Versuch doch, ihn zu gewinnen. Na los, Buster, sei mutig. Du schaffst das. Okay, Buster, lasst uns den Teddy holen. Immer sagte, so sieht das gut aus. Okay, alles oder nichts. Hast du es bekommen? Was ist das? Das ist nicht der Teddy. Oh, es ist ein kleiner gelber Bus. Das Spielzeug sieht so aus wie du, Buster. Da lachen Scout und Buster. Buster hat seine Angst vor dem Greifautomaten überwunden. Es ist eine kalte Winternacht. Was macht Buster? Oh, wow. Ein Feuerwerkbild. Buster ist so aufgeregt, weil er heute Abend echtes Feuerwerk sehen wird. Aber warte, er hat etwas vergessen. Eine schöne, warme Mütze. So, nun ist es Zeit zu gehen, um das Feuerwerk anzusehen. Oh, was ist das? Ein Feuerwerk macht laute Geräusche. Oh je, die machen Buster Angst. Er mag die Geräusche nicht. Oh, armer Buster. Er zittert. Was macht Mama? Oh, Busters Spielzeugauto macht laute Geräusche. Aber die machen keine Angst. Was war das für ein lautes Geräusch? Es ist Opa mit der Fußballpfeife. Buster liebt Fußball und das laute Geräusch macht ihm auch nichts aus. Was war das für ein lautes Geräusch? Oh, da poppt das Popcorn. Buster liebt Popcorn. Das Geräusch macht ihm nichts aus. Wow, das Feuerwerk ist so hübsch. Vielleicht sind laute Geräusche doch gar nicht so schlimm. Buster möchte es noch einmal versuchen. Wow! Sieh mal all diese bunten Feuerwerke. Buster und Scout fahren nach Hause. Warte, was war das? Oh, wow, das ist ein Baby-Rentier. Er muss sich verlaufen haben. Buster versucht, ihn aufzumuntern. Oh, ich glaube, er möchte spielen. Er ist ein lebhafter kleiner Kerl. Jetzt wirft Buster einen Schneeball. Ups, Entschuldigung, Scout. Es macht so viel Spaß, mit neuen Freunden zu spielen. Jetzt hat Buster eine Schneerampe gebaut. Ich frag mich, was er vorhat. Brumm! Buster macht einen Riesensatz. Jetzt ist Baby-Rentier dran. Wusch! Jetzt Scout. Ups, Entschuldigung, Buster. Aber wo ist Baby-Rentier hin? Sie folgen den Fußstapfen. Da! Er hat Verstecken gespielt. Wo geht Scout hin? Ein großer Haufen Schnee. Oh, sieh, da ist Scout. Wow, mehr Rentierfußstapfen, nur größere. Ich frag mich, wo die hinführen. Ich glaube, die Freunde werden ihnen folgen. Die Spuren winden sich durch all die Bäume. Schau, da sind Mama und Papa Rentier. Sie sind so glücklich, dass sie Baby gefunden haben. Baby-Rentier hatte so viel Spaß, mit Buster und Scout zu spielen. Aber jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Tschüss, Baby-Rentier. Bis bald. Buster und Opa besuchen das Weihnachtswinterwunderland. Sieh dir all die fantastischen Stände an. Wow, Buster möchte wirklich gern den Teddy gewinnen. Er fragt Opa, ob sie spielen können.
Sie bekommen 3 Würfe, um die Dosen umzuwerfen. Ups, Buster trifft nicht. Oh je, das waren seine 3 Würfe. Er versucht's nochmal. Oh nein, er trifft wieder nicht. Buster ist traurig. Aber ich glaube, Opa kann Buster das Werfen beibringen. Der Schlüssel zum erfolgreichen Werfen ist, sich Zeit zu lassen. Erst atmet man langsam tief ein. Dann zielen, hinhocken und werfen. Wow, Opa trifft die Dosen. Jetzt ist Buster dran. Langsam tief einatmen. Ziehen, hinhocken und wirf. Hurra! Toller Wurf, Buster. Jetzt geh und versuch, den Teddy zu gewinnen. Auf die Plätze und... Oh je, Buster hat sich nicht Zeit gelassen. Er muss langsam tief einatmen, zielen, hinhocken und werfen. Hurra! Buster hat's geschafft. Gut gemacht, Buster. Und hier ist sein Preis. Buster ist sehr stolz auf sich. Schau, da sind Buster, Mama und Opa. Ich frag mich, wohin sie an so einem verschneiten Tag gehen. Oh wow, sie gehen einen Weihnachtsbaum holen. So viele Bäume. Welchen wählen sie nur? Was ist das? Buster möchte den größten Baum, den es gibt. Der ist wirklich groß. Jetzt müssen sie ihn nach Hause bringen. Mama zieht den Baum in ihrem Anhänger. Puh, das sieht schwer aus. Warte, oh nein, der Baum ist zu groß, um durch die Tür zu passen. Aber warte, Opa hat eine Idee. Jetzt versuchen sie, ihn über die Rampe reinzubringen. Nein, das geht auch nicht. Aber jetzt hat Mama eine tolle Idee. Er passt auch nicht durch den Schornstein. Aber Opa hat noch eine Idee. 3, 2, 1, los! Oh je, er passt immer noch nicht. Er ist einfach zu groß. Sieh, da ist Scout. Sie geht ihren eigenen Weihnachtsbaum holen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Ich frag mich, was er sich ausdenkt. Opa benutzt eine Säge. Wow, sie schneiden den großen Baum in 2. Scout kann eine Hälfte haben. Die andere Hälfte wird durch die Tür passen. Hurra! So, der Weihnachtsbaum ist genau die richtige Größe für das Haus. Schau, Buster, der Bus und Scout, das Auto, spielen Fußball. Buster schießt. Tor! Super gemacht, Buster. Gute Arbeit. Wow, da ist ein Fußballbus. Er spielt bei dem großen Busfußballteam. Er möchte, dass Buster zum Probetraining kommt. Aber, oh nein, Buster ist zu schüchtern. Scout macht ihm Mut und Buster sagt, okay, er wird morgen zum großen Spiel kommen. Scout ist sehr stolz auf ihren Freund, aber Buster ist immer noch nervös. In der Nacht schläft Buster tief und fest in seiner Garage. Buster träumt, dass er beim Busfußballteam mitspielt. Das Spiel geht los. Aber, oh je, die Busse sind sehr grob dabei. Jetzt ist Buster dran, im Tor zu spielen. Er versucht, den Ball abzuhalten, aber, oh je, die Fußballbusse sehen nicht sehr beeindruckt aus. Armer Buster, er strengt sich so an. Puh, es war nur ein schlechter Traum. Aber jetzt ist Buster noch nervöser vor dem Probetraining beim Team.
Aber Scout macht ihm wieder Mut. Buster wird es schaffen. Sie glaubt an ihn. Jetzt ist es Zeit für das große Spiel. Robin pfeift es an und das Spiel beginnt. Oh nein, der rote Bus wurde verletzt. Er kann nicht mehr spielen. Buster wird einspringen müssen. Los, Buster, du kannst das. Buster schießt den Ball und das Spiel geht weiter. Buster ist jetzt Torwart. Der blaue Bus zielt, schießt und... Buster fängt ihn. Gut gemacht, Buster. Das hast du ganz toll gemacht. Hurra! Das war sehr mutig von Buster, da so